Moin! Moin! Heute haben wir eine ganz, ganz spannende Zuschauerfrage für dich, die wir heute beantworten werden. Und zwar lautet die: Habt ihr eigentlich bei eurem ersten Kennenlernen oder eben auch Aufeinandertreffen in Kapstadt irgendwie registriert, was im anderen vor sich geht? Oder konntet ihr das gut für euch behalten? Es geht also heute um die Magie des ersten Treffens, wenn du deinem Seelenpartner begegnest. Und wir wollen natürlich auch über die telepathischen Fähigkeiten von Seelenpartnern sprechen. Ja, all das und noch viel mehr gibt es jetzt in diesem Podcast-Video. Herzlich willkommen zu den Seelenpartner-Weisheiten von Annette und Lutz. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, mega spannende Frage, oder? Definitiv. Und als wir uns das erste Mal begegnet sind, das war ja 2009 in Kapstadt, da hatte ich ja damals in Kapstadt gelebt. Und als ich die Tür öffnete und wir uns das erste Mal begegnet sind, haben wir komplett unterschiedliche Reaktionen gehabt. Was war bei dir? Wow, ich war so ein bisschen sprachlos. Ja, und deine Seele hatte ja eine mega coole Info for you. For you. Das ist deine Frau, Lutz. Und das Lustige war, er war ja gar nicht auf der Suche, er war ja vergeben gewesen. Und ich meine, stell dir mal vor, ne, kommst irgendwo zu Besuch und auf einmal so, bam, wirst du voll umgehauen mit dieser Information. Und bei mir war das so, als ich dich zum ersten Mal sah, dachte ich, wow, das ist aber ein cooler Typ. Hab aber, weil er damals vergeben war, verheiratet, wirklich also alle Schotten dicht gemacht. Das ist mega, mega spannend, was dann unser Unterbewusstsein macht, wenn wir uns etwas nicht erlauben, wenn wir eine bestimmte Überzeugung haben. Und für mich war das so, dass ein Mann, der vergeben ist oder verheiratet ist, komplett tabu ist. Ja. So, aber das Spannende war ja auch, wenn wir uns mal den Verlauf des Abends ansehen, dass du ja komplett stumm warst. Ne? Du hast mich immer so mit großen Augen angeguckt. Ich denke immer, was guckt der denn so? Echt? Ja, und das beantwortet auch jetzt bei uns, bei unserer Erfahrung sozusagen diese Frage, weil wir haben nicht spüren können, was der andere empfindet. Nein, definitiv nicht. Weil, also ich war so sehr mit mir beschäftigt auch und du ja auch mit dir. Ich war ja auch total überrascht. Es ist einfach so überwältigend, was in einem passiert, dass man noch gar nicht spüren kann oder sich in den anderen hineinversetzen kann. Man will es ja gar nicht zulassen eigentlich. Ne? Man will es auch nicht zulassen, weil das passt sie ja nicht. Nein. Das passte überhaupt nicht zu den inneren Überzeugungen, den Glaubenssätzen und all diese ganzen Dinge. So, und dann hatten wir uns ja noch ein paar Tage hier gesehen und waren ja auch noch mal tanzen gewesen. Und da passiert ja auch sowas, wo ich überwältigt war, weil so eine Liebe irgendwie um mich rumströmte oder irgendwie in uns verbunden hatte. Also das war eine Wärme, das war eine Kraft, dass ich so ein Schiss bekommen hatte und dachte so, oh, Moment mal, hier läuft irgendwas anders als sonst. Quintessenz, du bist weggelaufen. Ich bin weggelaufen. Ohne Bescheid zu sagen. Ich musste weg, weil ich das, ich konnte damit gar nicht umgehen. Und das ist, glaube ich, das auch, warum es, glaube ich, schwierig ist. Aber schreib gerne mal in die Kommentare, wie es bei dir ist, als du deinem Seelenpartner begegnet bist. Weil das ist ja auch wirklich unterschiedlich und individuell zu betrachten. Also bei uns war es so, jeder hatte so sehr mit sich zu tun, dass er sich gar nicht auf den anderen einstellen konnte in dem Sinne. Keine Chance, nee. Ne? Weil das so ein Gefühl bei diesem Tanz habe ich nie gehabt vorher. So eine Liebe, obwohl ich den ja gar nicht kannte. Ne? Also ich meine, so vom Menschlichen her gesehen, unsere Seele kennst du ja schon länger. Die haben das ja schon geplant. Aber bei uns war das dann wirklich neu als Mensch. Und war für mich nicht möglich. So, dann haben wir uns ja ein halbes Jahr nochmal später in Hamburg getroffen. Da hattest du ja Geburtstag gefeiert und hattest mich eingeladen. Richtig, ja. Und das Lustige war, dass ich gar nicht rankam. Ja, aber erstmal, als ich da hingekommen bin, war es so lustig. Ich habe mich gefreut. Ja, ist doch nett, dass ich eingeladen werde. Weißt du, alles andere komplett abgeschottet. Und dann weiß ich noch, als du die Tür geöffnet hattest und ich dich gesehen hatte, und da kam so eine Freude in mir hoch, natürlich von meiner Seele, ist ja logisch. Ich habe das wieder nicht geschnallt und ich so, hä, was ist denn, was geht denn hier ab? Ne? Ja. Das ist ja mega interessant. Und das war auch eine tolle Party und alles so. Und dann war ja noch mal ein Jahr später, also insgesamt anderthalb Jahre später von unserem ersten Zusammentreffen, hast du mich ja noch mal eingeladen zu deinem Geburtstag und da war dann alles anders. Ja. Da war wirklich, also da war wieder diese mega Freude in mir, wo ich wieder dachte so, wow, was ist denn das, wenn ich den immer sehe? Und ja, und dann hattest du ja
später dich dann sozusagen geoutet. Ja. Und hast wirklich gesagt, du, ich habe mich in dich verliebt, du bist meine Frau und ja, hast mich geküsst. Und da war ich echt, boah, also das hat mich wirklich total umgehauen. Ja, ja. Aber es war so spannend und es war so, in dem Moment war alles um uns herum vergessen. Ja. Weißt du das noch? Das war so magisch. Es war alles um uns vergessen. Und dann fing natürlich der ganze Verstand an und all diese ganzen Sachen, das kannst du nicht machen und der ist verheiratet und dies und jenes, das kannst du nicht zulassen, und bin ich schon wieder abgehauen, ne? Ja. Dann bin ich schon wieder abgehauen und dann war es, dass wir uns dann wirklich mal offiziell getroffen haben und ich auch für mich einfach herausfinde, was ist das, was geht da ab? Ja. So, und da fing das dann auch erst an, dass man auch sich überhaupt auf den anderen einlassen konnte, ne? Mhm, richtig, ja. Und da fing auch die Telepathie an, also dass du schon gespürt hast, wie es dem anderen geht. Witzig, ne? Und das wird ja auch immer spannender und immer tiefer und immer intensiver, je länger man ja auch noch zusammen ist, ne? Es wird jeden Tag stärker. Also auch wenn ihr jetzt noch nicht zusammen seid in dem Sinn und ihr jetzt noch nicht diese Seelenpartnerschaft leben könnt, wird trotzdem diese Telepathie immer intensiver werden. Also um auf die Frage zurückzukommen, ist es, glaube ich, beim ersten Treffen, wie gesagt, man muss es immer individuell sehen, war es bei uns nicht so, dass wir geschnallt haben, was in dem anderen vorgeht. Nee. Null, weil nee. Wir so sehr mit uns beschäftigt waren. Genau das war es. Ne? Weil das so überwältigend war und so neu und so anders und so überhaupt nicht so in die Denke passen, wie man vorher irgendwie gedacht hat und all diese ganzen Sachen. Und das ist ja eben das Schöne auch bei dieser Seelenpartnerliebe, dass sie einfach neu und anders ist und dass wir uns einfach öffnen können. Öffnen können für diese neue Liebe, wo wir wirklich wahrhaftig lieben. Ja. Und das haben wir dann getan und wir haben uns dann geöffnet. Wir haben uns getraut, wir haben es zugelassen und das war nach dem ersten Date sozusagen, wo wir beide gesagt haben, wir sind all in und wir versuchen es jetzt und wir trauen uns und es hätte komplett nach hinten gehen können. Da gehört Mut zu. Ja. Aber wenn du dich dann öffnest und du diese Verbundenheit zulässt und die wirklich auch diese Verbundenheit lebst, dieses Band, was man miteinander hat, es ist ja auch ein Teil deiner Seele, dein Seelenpartner. Und dann spürst du zu 100%, wie es dem anderen geht. Ja. Es ist der Wahnsinn. Dauert eine Zeit, aber... Ja, ich glaube, man muss es auch so ein bisschen zulassen. Was wir schon gesagt haben, es wächst halt immer mehr. Ja. Das ist Wahnsinn. Genau, man muss es zulassen, dann wächst es natürlich auch mehr, weil man sich auch immer mehr traut und auch das auch besser einordnen kann. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, ne? Ja. Weil vorher denkst du, warum ist mir jetzt so schlecht, ne? So, und dann, ach, der, weißt du, so, ach, weil es Lutz nicht so gut geht. Oder eben auch umgekehrt. Und wenn wir wissen, einer hat etwas ganz Großes oder Bestimmtes vor oder so und hoffentlich wird das und all diese ganzen Sachen, du spürst so mit. Du spürst es, ja. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und auch wenn der andere sich freut, diese Freude auch zu spüren, ne? Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn. Freut sich automatisch mit, ne? Man freut sich automatisch mit. Wir hoffen, diese Frage wunderbar beantwortet zu haben. Ja. Und wenn du mal eine Frage hast, kannst du in die Kommentare schreiben. Genau. Ne? Und vielleicht geht es im nächsten Video um deine Frage. Also ihr Lieben, ciao for now. Ciao.